Oder Hashtag der Woche. Burka Hontas. Ey, Dende, ja. Hast du gehört, dass Thomas de Maizière Rucksäcke verbieten möchte? Ich glaub, das ist ja wohl gehört. Der möchte Rucksäcke verbieten. Also was kommt als nächstes? Mikrofone verbieten? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin empört. Die ganze Sprache geht daran kaputt. Dende, Mann. Und die Freie Radikale. Ja, AfD im Bundestag, da bin ich groß. Ja, FDH ungefragt, da bin ich groß. Ja, ich mein, was sollen die Nachbarn sagen, das sieht nicht aus. Rucksackverbot, Alter, da bin ich groß. Ja, ich komm mal lieber erstmal rein und sag Balim Balim. So wie das Geklimper klingt, ist einer hier bestimmt verstimmt. Ja, Rucksackverbot, ich mein, was wäre dann? Noch eine Hand weniger frei, da fängt ja schon die Misere an. Wo hamster ich mein Essen, das Kilo Studentenfutter? Ich hab Angst, was zu vergessen, fast wie so eine Entenmutter. Wurde zu oft gefragt, ja, machst du gerade Diät? Ich hab so oft um Gnade gefleht, um Handtuch und um Ladegerät. Die Hose wird noch tiefer hängen, da kichern die Omas schon. Egal, solange sie denken, ich sei Michael Kromers Sohn. Ja, mein Rucksack ist so fett, du kannst mir nicht mal den Po versohlen. Ich geh nicht auf die Wiesen, das wusste sicher der Thomas schon. Gelaber und dummes Geschwätz, aber die Nummer besetzt. Geh doch mal bitte ran, was ist denn mit dem Vermummungsgesetz? Nimm uns nicht die Masken weg, Bruder, du verpasst den Swag. Ja, ich kann nur hoffen, du hast irgendwas gecheckt. Ich kann nur hoffen, ich konnte aufklären wie ein Kollefilm. Ja, häng mir nicht am Rucksack, ich bin voll am Chillen. Einer wie du sagt bestimmt auch noch Sprechgesang. Doch ich brauch den Rucksack für meinen aufrechten Gang. AfD im Bundespark, ja, da bin ich raus. FDH ungefragt, Mann, da bin ich raus. Was sollen die Nachbarn sagen, das sieht nicht aus. Rucksackverbot, Demisier, da bin ich raus. Da bin ich raus. Dendemann und die Freie Radikale.